Welches Paket ist echt rutschiger? Die Eisfläche, wo Dönis Bielmann, unter anderem Welt- und Europameisterin, sich immer noch jeden Tag aufhaltet? Oder das politische Paket in Bern, wo Hans-Peter Trütsch als langjähriger Bundeshausredaktor wahrscheinlich kennt wie kaum ein Zweiter? Und könnte sich der Musiker Elias Bernet noch ein anderes Paket als seine Bühne vorstellen? Vielleicht sind da Fragen, die dank unserem Moderationsprofi Beat Antonen heute Abend beantwortet werden. Sicher ist, dass wir in der nächsten Stunde ganz einen Haufen von unseren drei Gästen erfahren. Ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf St. Gallen 24 und vor allem Sie, liebe Damen und Herren, hier bei uns in der Kundenzone von der Raiffeisenbank St. Gallen recht herzlich zur 7. Ausgabe von unserem Talk auf dem roten Teppich. Begrüßen Sie jetzt mit einem grossen Applaus Dönis Bielmann, den Hans-Peter Trütsch, den Elias Bernet und den Beat Antonen. Vielen Dank. Eigentlich könnten wir die Frage gerade übernehmen, die wir gehört haben vorne vom Stefan Weber. Genau. Vor allem auch da beim Elias Bernet, ob er sich noch etwas anderes hätte vorstellen können. Aber da hören wir vielleicht. Wir könnten ja eigentlich da so ein bisschen als, ja, als Anfang nehmen. Warum auch nicht? Ist immer klar gewesen für dich, schon als kleiner Bub, Musik. Also die Leidenschaft Musik ist schon sehr, sehr früh festgestanden. Aber ich habe neben der Musik ja noch einen anständigen Job. Und ich etwas Seriöses mache. Also die Leidenschaft, aber die ist schon ja, so alt, wie ich denke. Es gibt ja Bilder von dir, wo du eben ganz klein schon irgend am Klavier sitzt und so. Mhm. Aber jetzt eigentlich die Frage, die wir vorhin gehört haben, bei dieser Begrüßung, hättest du dir auch etwas anderes vorstellen können als Hobby? Ja, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe mal ein bisschen Fußball gespielt. Ich war gern kreativ mit dem Zeichnen. Aber am Schluss war die Frage immer relativ klar. Also die Musik hat sich durchgesetzt und hat mich schon immer im Alltag wahnsinnig fest begleitet. Mhm. Nun ist es beim Hans-Peter Trütsch vielleicht ähnlich. Ich weiss nicht, er ist ja blutjung, auch schon in den Beruf hineingekommen. Journalismus, Medien. Auch von dir gibt es Bilder, die ganz. Man sieht es nur über den Sender. Aber wie war es bei dir gewesen? Abwägen, Journalismus oder etwas ganz anderes? Guten Abend miteinander. Danke für die Einladung. Wir sind hier aufgewachsen. Als Kind ist man jetzt gerade in den Sinn gekommen. Bleicheli? Ja, ein Bleicheli. Da war wirklich ein Stiegerli noch. Und eine Bäckerei hat es gehabt. Und mein Vater oder unser Vater war früher, heute würde man sagen, Facility Manager gewesen, oder? Ohne akademische Ausbildung. Also Hauswart war in der alten Volksbank, die es heute auch nicht mehr gibt. Die Seppbank gibt es heute auch nicht mehr. Und jetzt erzähle ich etwas, das du nicht weiter erzählen darfst. Eigentlich, ich habe dann etwas Seriöses gelernt, ich bin ja Betriebswirtschaft. Aber sind ihr in die Bank hineingeschlichen, oder was? Wir sind damals Nacht, die Brüder und ich, die auch da ist, in dem grossen Gebäude Leonhardstrasse 33 durch die Gänge gelaufen und angeschrieben als Bürodirektor. Und dort hatte es ganz dicke, breite Stühle gehabt. Und dort hatte eine Kiste drauf mit Zigarren. Die haben wir einmal ins Maul gehabt, aber nicht geraucht. Und wäre schon noch geheißen, mal Direktor zu sein, von einer so einer Bank. Alle wieder ins Kredit hinein, sind heim wieder ins Bett, hat es niemand gemerkt. Das war also meine heimliche Erfahrung, mein Bankenleben. Als ich dann gesehen von der Boni, Geschichte Boni und so, habe ich gedacht, bist du lieber bei der seriösen Firma, okay. Bei der SRG, dort haben wir keine Boni, dort haben wir einfach geschafft. Aber du hast es jetzt auch ein bisschen bedauern, ist es so der gerestete Till, wenn du da durchlaufst, wo du das Gefühl hast, wo ist es denn? Du kannst das sagen, wenn ich von unserem Semester, wo ich abgeschlossen habe, wo ich gesagt habe, ich gehe in Journalismus, da habe ich gesagt, geht's noch? Weißt du, ich bin Manager von der Firma XY, ich werde dann gerade Generaldirektor und so. Ich habe mit 1700 Stutz angefangen bei der SRG im Radiostudio Zürich. Es war natürlich viel Geld, als ich angefangen habe, im Brunnenhof. Aber ich hatte den Plausch. Ich hatte eine der besten Zeiten, wahrscheinlich, die man hier noch erleben konnte bei der SRG. Von der Pike auf, vom Radio, nachher über das Fernsehen, in der ganzen Welt herumgekommen. Spannend, spannend. Ich will nicht missen, was ich gemacht habe. Okay.
So viel also zu der Alternative, die es auch bei dir nicht gegeben hat, war in dem Fall klar gewesen. Bei den Dönis ist klar, ich meine, bei den Eiskunstläuferinnen sieht man ja immer die Kinderbilder früher, oder? Wo es ganz ein bisschen auf dem Eis war. Bei dir gibt es eins mit deinem Mami zusammen, inzwischen sind sie 92. Jeden Morgen sagst du, treffet ihr euch? Ja, ich gehe jeden Morgen zu meiner Mami und dann, es ist noch relativ gut zu Weg, aber es ist auch wichtig, dass wir auch rausgehen. Also ich nehme sie an den See am Morgen und dann bringe ich sie wieder zurück und dann fängt erst so Mies an auf dem Mies und etc. Aber das, oder gehe Kaffee trinken mal und ja. Also wenn man sich da anschaut, ja, das Bild von dir, dann ist es klar, auch Eislaufen, also du bist die kleiner von denen zwei, muss man auch noch sagen. Eislaufen ist in die Wiege gelegt worden bei dir. Ja, also ich kann mich auch nur noch erinnern, wo es angefangen hat, also mein Leben ab dem Zeitpunkt, also auf dem Eis, habe ich gar nicht so, woher, also ich bin ja schon mit 3 auf dem Eis gestanden und das ist so in Rutscheli zuerst und nachher dann so mit 5 mit Schlittschuhen. Und meine Mami hat ja eigentlich für sich trainieren. Sie war Hobby-Eisläuferin, sie hat spät angefangen. Und dann hat sie halt mich und meine Schwester einfach mitgenommen aufs Eis, damit sie trainieren kann. Und wir haben dann so gespielt und in einer Ecke habe ich halt gerade angefangen mit Pirouette üben und umgekehrt und wieder gedreht und einfach alles probiert. Und das ist wie eine Liebe auf den ersten Blick. Okay. Also eigentlich auch klar, wir hören keine Alternativen daraus aus. Also es gibt nichts anderes, wo du dir hättest gewünscht, ich würde etwas anderes machen. Nein, also das Fahren, das Gleiten, und das hat mich so fasziniert. Also, oder Klavierspielen wie der Elias oder so? nein, ich bin so Sachen überhaupt nicht begabt. Also ich kann nicht zeichnen und alles, was mit Händen, so Geschicklichkeit und Basteln. Und also ich glaube, dann wäre so Klavierspielen, Boogie-Woogie, glaube ich, auch nicht so gut für mich. Aber du kannst Schlittschuh fahren, oder? Auch ganz schlecht. Dort mal in den Weihern oben, wo die Weiher noch gefroren waren während dem Winter, habe ich ein paar Gehversuche gemacht, aber ich glaube, das hat ziemlich peinlich ausgesehen. Okay. Es ist ja dann auch so ein Glück, wenn man zu dem kommen kann, wo einem so entspricht. Ja. Also, ja, wäre meine Mutter gut Tennis spielen, ich glaube, dann hätte ich nicht so Talent gehabt, also das Ballgefühl. Oder aber ist wirklich spannend, dass eigentlich bei allen drei jetzt heute, die als Gäste da sind, wirklich scheinbar ganz früh, was sich dann weiterentwickelt hat. Wann hat man denn gemerkt, dass es mehr als ein Hobby wird? Das ist so fließend. Also für mich ist es immer einfach, ich kann immer aufs Eis. Also wir sind ja einmal, also ich bin ja in die Schule und dann über den Mittag aufs Eis und dann wieder in die Schule. Und ich wollte wieder aufs Eis. Also für mich ist es einfach Eis und Kür fahren und tanzen. Und für mich ist einfach, ich habe das nie als Hobby bezeichnet. Für mich ist es einfach das Eis. Ist klar, dass also, ich habe das auch nie als Hobby empfunden. Ich wollte einfach immer auf dem Eis sein. Und einfach, dass man dann an den Wettkampf geht. Und das hat mich alles so fasziniert. Und wenn ich im Fernsehen gesehen habe, EM und WM, also als ich 7 war, dann wollte ich Weltmeisterin werden. Also das ist für mich einfach das. Bist du es auch geworden? Ja, aber eben, das war einfach das Einzige, was mich so, das hat mich einfach fasziniert, was ich machen wollte. Gut, und Dönis hat natürlich zu dieser Zeit noch Geld zahlen, nehme ich an, um eben und du hast Geld bekommen, die 1700 Franken. Aber dann war auch schon klar. Also, für dich ist also, es ist nicht mehr Hobby, sondern. Es ist interessant. Sie wissen ja alle, also ich habe ja einen grossen Teil von meinem beruflichen Leben in Bern verbracht, 28 Jahre. Und mit der Zeit muss man aufpassen, dass man nicht. Das Budget in der Eidgenossenschaft ist immer etwas gleich, Zahlen ändern ein bisschen. Aber es ist immer wieder neu und es ist immer spannend. Und mir ist es so mit den 40, würde ich mal sagen, gegen die 50 kommt dann die Frage, ja, willst du nicht jetzt beispielsweise Pressechef werden von einem Bundesrat oder von einer Bundesrätin? Mit dieser Frage bin ich mehrfach konfrontiert gewesen. Oder von der SP oder von der Post oder Swisscom konkret, oder? Und die verdienen natürlich alle wesentlich mehr als ein SRG-Redaktor. Du weißt, wie viel das man verdient. Ich sage es nicht, wir können das nachher. Ja, du bist in der höheren Lohnklasse als Nein, ich würde überhaupt nicht klagen. Aber wenn ich dann sehe, oder die armen Kaiben, die 7x24 Stunden für ihre Bundesräte im Bundesrat dort stehen und einfach
immer nach dem Multing raus sagen, wir finden eigentlich, ich bin schon hure Seich, weil jetzt da der Bundesrat beschlossen hat, jetzt muss ich es gleich positiv darstellen. Oder? Und jemand denkt, die Freiheit würde ich selber haben, immer noch zu sagen, Journalist, frei, kritisch, unabhängig zu sein, muss auch etwas einstecken. Und da war mir eigentlich der Preis wert gewesen, nicht einen Spitzenlohn zu haben, aber ja recht verdient. Okay. Wie ist denn bei dir, hat Geld eine Rolle gespielt? Ja, als Musiker darf Geld keine große Rolle spielen. Aber es ist, also es ist ähnlich wie bei Dönis, bin ich auch das Ganze sehr fließend gewesen. Also es hat mal angefangen mit einer Freizeitbeschäftigung, wo dann irgendwann die Auftritte gekommen sind, wo die Auftritte immer mehr geworden sind. Und das hat sich dann so organisch zu einem Teilberuf entwickelt. Aber es ist mir eben gleich gegangen wie dir, dass die Leidenschaft ist so gross gewesen, dass für mich die Musik nie einfach ein Hobby war. Also es war nicht einfach etwas, das ich dreimal in der Woche mache und dann ist es wieder abgeschlossen, sondern das ist so, die Musik ist so omnipräsent in meinem Alltag. Also wo man zu allen Unzeiten wieder eine Idee kommt oder wo ich etwas nachgrüble. Musik ist für mich auch nicht einfach eine andere Reihe von Tönen oder ein Handwerk, sondern es ist für mich wirklich Lebensinhalt. Also Musik ist für mich wie ein Geschmacksverstärker für verschiedene Sachen. Mal ist sie ein Stimmungsaufheller, mal ist sie Trost, mal ein Rückzugsort, wenn es mir vielleicht mal nicht so gut geht. Also es ist ein permanenter Spiegel von meinem Leben. Und wenn du so einen Schub hast, kannst du dann bei dem, hast du gesagt, seriösen Beruf, kannst du einfach unterbrechen dort? Ich habe das Glück, dass ich sehr flexibel bin beim Arbeiten. Also von dem her kann ich Musik keinen Auftritt ablehnen. Und bei einem kreativen Schub ist es mir immer so, dass tatsächlich ja, die Zeit ein bisschen schwierig ist. Und das ist, also da leide ich, also darum heisst es ja Leidenschaft, da leide ich wirklich, wenn ich eine Idee habe und ich würde mich gerne damit beschäftigen, aber die Zeit lässt jetzt gerade nicht zu, dann ist das eine richtige Qual. Okay. Du hast aber im Gegensatz vermutlich zu den Dönis nicht müssen jeden Tag Geld in die Hand nehmen, um einen Trainer oder eben bei dir einen Lehrer zu zahlen. Ja, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß. Also ich habe auch immer, also nehme ich heute noch ab und zu Klavierstunden, aber ja, das ist eigentlich das Piano die grösste Anschaffung, die ich machen musste. Und du machst da immer noch, kannst du in der Zwischenzeit Noten lesen? Du sprichst einen Wunderpunkt an. Ich habe früher noch besser Noten lesen. Ich habe sogar noch eine Vergangenheit als Klarinettist, wo ich sehr klassisch gespielt habe. Aber mit dem Klavier war das weniger ein Thema. Also mit dem Klavier habe ich einen anderen Zugang. Da höre ich viel mehr, da improvisiere ich mehr. Da ist Leben, da ist Emotion. Da kommt ja, schließt sich ja nicht aus mit den Noten. Aber ich habe einfach einen anderen Zugang zu der Musik. Es ist, die Musik, die ich mache, Boogie Blues, gibt es ja nicht auf Noten. Also das ist auch etwas, wo man mit ein bisschen Lesen und Ausprobieren dann dazukommt. Also gehen wir noch, vielleicht noch das letzte Mal ganz zurück in deine Kinderzeit, eben mit der Mami hast du gesagt, und zusammen mit deiner Schwester dort am Anfang. Irgendwann sind dann professionelle Trainer dazugekommen, was mich immer erstaunt hat, ist ja dann der riesige Altersunterschied zu diesen Trainern, vor allem zu den zwei, die dein Leben prägt, den zwei Legenden auf der Welt. Einerseits der Otto Hügin, der ein Buch geschrieben hat, noch halb über dich geht auch noch. Aber es gibt ja auch ein Buch über dich selber. Biografie, Dönis, gibt es natürlich auch, und ich Ihnen sehr empfehlen kann, alles über sie nachzulesen. Aber dann hat es auch noch den Jack Gerschwiler gegeben, die Legende. Und ich würde jetzt mal sagen, wo du 12, 13, 14 warst, ist der 90 gewesen. Ja. Und immer noch auf dem Eis mit dir. Wie ist denn das gegangen? Und der Altersunterschied, wie hast du das in Erinnerung? Ja, also für mich ist es einfach positiv gewesen in dem Sinn, weil die einfach viel haben können. Also es ist ja wichtig, dass ein Trainer mega gut ist, und zum Beispiel der Hügin ist ein genialer Techniker gewesen. Der hat immer die Hüfte rum und ist sehr ein ruhiger Mensch gewesen, mit einem verschmitzten Humor, und ich hätte nie jemanden können haben, der sich mich anschreit oder irgendwie mich abmacht oder so. Ich hätte gerade, das wäre überhaupt nicht gegangen. Am Anfang war ich ja so scheu. Ich habe nur einmal in der Woche die Lektion wählen, und meine Mami ist immer daneben gestanden und sie hat auch mitgelernt. Sie ist ja dann auch noch meine Trainerin geworden. Und dann der Oberguru in meinem Lauf war eben der Jack Gerschwiler. Ich habe
eben nicht so gerne früher die Pflichtfiguren gemacht. Also das ist wie Geometrie auf dem Eis. Das ist ja abgeschafft worden. Ich habe immer gewonnen, Kür und Kurzprogramm. Und dann ist eben dann noch dazu gekommen, eben der Gerd Schwiller. Oder? Der hat ja seine Technik und alles, hat alles nach dem unterrichtet. Und er hat mir dann in der Pflicht noch ein bisschen geholfen. Am Schluss noch in dem Sommer, wo es dann zu der WM gegangen ist, in der Saison. Und hat noch so den letzten Ding gegeben. Sind ja beide Hunderte so oder noch fast mehr geworden. Bist du per Sieg mit denen bis zum Schluss? Ja, der Herr Hügin hat mir immer dann so, ja, als ich dann Profi geworden bin und 30 war, und hat gesagt, ja, also wir können ja mal Duzis machen. Es ist nicht gegangen. Also er ist für mich so eine Respektperson. Ich habe gesagt, nein, Sie sind der Herr Hügin für mich. Okay. Ich kann nicht sagen, der Otti. Okay. Zu dieser Phase, dort, wo die Karriere aufgegangen bist, hast du ja noch einen Bezug, nicht gerade zu St. Gallen, aber zu Herisau. Ja, früher hat es natürlich noch nicht so viele Eisbahnen gegeben, die im Sommer offen waren. Wir haben da müssen eben das Auto also fahren oder mit der Bahn. Und dann war halt Herisau die Halle, die offen war. Deswegen habe ich mein Sommertrainingslager in Herisau verbracht. Und auch unter der Woche, man ist einfach die Stunde da hochgefahren. Und heutzutage gibt es in Zürich 3 Hallen, wo man kann da trainieren kann. Also es ist schon alles ein bisschen einfacher geworden heute. Okay. Jetzt haben wir einen Filmausschnitt parat von Hans-Peter Deutsch. Ja, einfach so ein bisschen in den Alltag hineinzuschauen. Ich glaube, das machen wir einmal. Ah ja. Ah, das war 15, genau, ja. Ohne dass ich jetzt zu übertreiben will, das ist wahrscheinlich schon der wichtigste Moment. 7:30, Millionenpublikum. Die halbe Schweiz schaut Fernsehen an einem Wahltag. Ich brauche noch das Mikrofon und für Kabel sollte man mich noch. Gut. Man sollte noch das Mikrofon haben. Sonst kannst du auch ja. Wo habe ich da? Kannst du mir einen anhängen? Ja. Habe ich jetzt keinen auf die Schnelle, ehrlich gesagt. Man muss irgendeiner muss das anhängen. Also, aber er muss es in dir haben. Also, bitte. Ich weiß es nicht. Ich habe kein Programm, ich höre überhaupt nichts im Moment. Wir versuchen zu verkabeln, wenn es geht. Jawohl. Soll ich zum Schalon? Ja. Wow. Gute Nummer. Ja, das war also nicht gestellt. Das war also rein. Man wird dann gerade auch sehr nervös, wenn man zuschaut. Hast du eine von den sympathischsten Aufnahmeleiterin gehabt hier. Ah ja. Ja, wo dich da geführt hat mit dem Mikrofon, mit dem Headset. Improvisieren war schon immer eine Frage gewesen, auch Hans-Peter. Ja, es gibt die 3-Punkte-Regelung, oder? Das ist wie, wir sind ja bei einer Bank, die kennen das Aktienrecht alle. Offenlegung, Klarheit, Wahrheit, Ausschließlichkeit. Das sind die Grundsätze der Bilanzierung im schweizerischen Obligationenrecht. Und die gelten auch für den Journalismus. Orientierung, Absicht, Auftrag. Also in 3 Punkten eigentlich das Wesentliche zusammenfassen. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du fehl am Platz. Und wir haben derart viele komplexe Themen gehabt und haben es heute noch, wenn sie eine AHV oder eine IV-Revision oder jetzt den BVG, wo wir haben, eine Abstimmung im Februar, wo so wie sie aber wenn sie das anschauen, wenn sie das den Leuten nicht können, wenn sie das den Leuten nicht können erklären in 3 Sätzen, dann haben sie schon verloren. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man hat oder die man muss haben. Und ich kann das für mich in Anspruch nehmen, dass ich das ein bisschen kann. Einfach alles vergessen rundherum, sondern nur, der Eisenhower hat einmal gesagt, was nicht auf einer Seite A4 Platz hat, ist weder A noch durchdacht, noch B entscheidungsreif. Oder? Ja. Und wenn ihr mal schaut, ob ihr auch in der Bank oder im Geschäftsleben oder privaten, der Schrott, der heute geschrieben wird, oder? Wo kein Schwein liest. Oder? Ich habe tausende von Motionen jetzt im Parlament. Ich war wieder im Parlament letzte Woche. Da kommst du Vögel über. Und darum meine ich, das ist der wichtige Job vom Journalismus. Den brauchst du auch noch, wenn es dir... Kommen denn die hochgesteckten journalistische Ziele nie ins Wanken. Also, morgen nach dem Bundeshaus, zur Nacht irgendwo in einer Beiz, am Abend um 9 Uhr, kommt irgendeiner von einer Fraktion zu dir hin und sagt, Herr Deutsch, kommen Sie mal raus, könnten wir mal etwas besprechen. Das kann man schon, aber wir haben immer ganz konsequent gehalten,
strikt Privatleben getrennt. Es gibt keine Homestory bei mir, meine Frau hockt dort. Es gibt keine Foto, nichts. Man weiss nicht, wer was macht. Wir haben eigentlich bewusst ein Wohnzimmer da gehabt. Du musst unbestechlich bleiben, fair, kritisch, unabhängig und du musst auch können austeilen. Oder? Aber den Versuch gibt es schon. Da kann man Versuch, nicht... Ja, das ist ganz klar. Aber der Versuch, das ist so die Beziehungskorruption. Oder? Die findet da in St. Gallen statt. Oder wirst eingeladen irgendwo an einem Wald- und Wiesenfest oder an einem Wald- und Wiesengewart und sagen sie, ich habe schon lange mal sagen, über das müsste man eigentlich auch mal etwas berichten. Da findet sie nicht auch das. Aber da muss man halt ein bisschen sagen, du, Entschuldigung, also jetzt bin ich da als Privatperson. That's it. Oder? Okay. Improvisieren war ein bisschen Stichwort, vor allem, was wir gehört haben. Ich weiss nicht, wie ist das bei dir? Eben, du bist unterwegs, du bist mit der, nicht allein, kann man vermutlich noch eher reagieren, aber mit der Band zusammen oder mit dem Nicolas Sen, wo du die ganze Tournee und so machst. Wie ist das? Kann man denn improvisieren? Gut, bei dieser Musik, die wir machen, ist geht es eigentlich ums Improvisieren. Du hast vorhin das Notenlesen angesprochen. Also das ist... Dann bist du gebunden an ein Skript, oder? Mhm. Und bei unserer Musik fängt es immer mit Improvisieren an. Und das ist eigentlich... Also einerseits ist es ein bisschen riskant, weil es kann in die Hose gehen kann. Du redest jetzt im Duo mit dem Nicolas oder von der Band? Ist egal. Also es gibt vorbei. Also wir haben natürlich unsere gewissen Strukturen und Fixpunkte, aber es gibt immer wieder... ja, Phasen, wo man uns wirklich aufs Ungewisse einlässt. Und das kann einerseits in die Hose gehen, aber andererseits, ich weiß nicht, ob dir das mit mir auch so gegangen ist beim Reden, das Schöne am Improvisieren oder das Schönste am Improvisieren finde ich, wenn ich mich selber überrasche. Also wenn auf einmal etwas rausflutscht, wo ich selber stehe und merke, ich gar nicht gewusst, dass das in mir schlummert. Und das darf ich noch einen Satz sagen zum Improvisieren? Ihr kennt alle, die da drin sind, den berühmten Werbespot von der Fischerbettwaren, oder? Da komme ich, also, wenn der gelaufen ist, 1929-30, oder? Ich muss auch sagen, also, da hat es mich also fast vom Stuhl gehauen. Fischerbettwaren, könnt ihr anschauen und so. Und die ganze Regie hat gelacht, jeder Kameramann hat gelacht. Und der musste die Zähne reissen. Der muss also einfach wirklich auf die Zähne beißen. Mich hat es ein paar Mal fast verjagt. Ganz cool, denn sie seriös schauen und als ob du der Fischerbett waren. Ui. Der läuft seit 100 Jahren, der Sport, der Sturm erfolgreich, weil er seit 100 Jahren läuft. Okay. Ja. Ja. Einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, oder? Wie ist es denn für dich, Dennis? Ich meine, in anderen Sportarten hat man 20, 30 Mal pro Jahr Gelegenheit, sich zu beweisen. Im Eiskunstlaufen läuft es extrem auf einen Abend raus, auf 4 Minuten. In die Kür und dann misslingt der Doppelachsel, wo man relativ weit vorstellt am Anfang zeitlich. Hat man dann die Chance, hinten den nochmal aufzuholen? Dann muss man ja mehr als improvisieren. Dann muss man ja eigentlich die Kür, die man choreografiert hat, verloren. Ja, aber man geht ja auch mal in einem Training um. Und das ist dann so auch Übung, dass man mega schnell dann halt aufsteht und wieder reinkommt. Und nicht im Training, das gibt es auch Läufe, die dann ein bisschen so hocken bleiben. So, quasi, ist nicht so lässig, aber eben, das muss man im Training halt auch üben. Und da findet man schon den Einstieg. Also ich kenne das in- und auswendig, ich könnte das im Schlaf machen, die Programme. Also das macht man so viel mal. Aber ich habe mal ein Blackout auf dem Aletschgletscher. Also der ist ja recht hoch, oder? Und ich so Powernummern gehabt und ich habe dann einfach voll... plötzlich so meine Choreo vergessen, oder? Und das so wirklich zackige Techno-Nummer, also Haus und so. Und ich habe dann einfach irgendeinen Zack, den Kopf und auf und runter irgendetwas gemacht, aber niemand hat es gemerkt. Also, aber niemand das gibt es, ist einfach von der Höhe, glaube ich. Irgendwie ist mir das der Kopf dann... Aber was geht einem durch den Kopf? Was geht einem durch den Kopf im Wettkampf selber? Also nochmal... Du bist ja nicht jedes Mal Weltmeisterin geworden. Man muss sich das vorstellen, sie ist Weltmeisterin. Und nicht in einer Sportart, wo es 10 verschiedene Kategorien gibt. Es gibt eine Kategorie. Sie ist die Beste der Welt. Und was geht einem denn durch den Kopf, wenn nach 1,5 Minuten geht einem denn noch etwas über durch den Kopf also, überhaupt? Man merkt, das ist jetzt wirklich, das ist scheiße gewesen, die letzten 10 Sekunden.
Ja, es kann einfach passieren, dass man mal bei einem also dreifachen Sprung, meistens ist ja immer alles gegangen bei mir. Also bin an den Wettkämpfen immer bei sehr konstante Läuferin gewesen, aber es kommt natürlich auch vor. Und es ist wirklich das, was einem so, wie soll ich sagen, einem anschießt, auf Deutsch gesagt, oder? Das ist bei jeder Läuferin so und du siehst es halt so gut. Du bist allein auf dieser Fläche, da sind 18'000 Leute. Und dann in diesem Röckli, so ein Sturz ist einfach doof, oder? Aber man lernt, man steht einfach auf und man muss es abhökeln, oder? Man muss die mentale Stärke dann haben, dass man es wie vergisst und dann einfach weitergeht. Weil es gibt noch so viele schwierige Sprünge, die man hat im Programm, wo man trotzdem kann dann durchaus vorne landen. Also. Weil es ist der Tiefpunkt für dich. Gibt es da? Doch, das gibt also wirklich einen Wettkampf. Das war die Europameisterschaft in Göteborg, wo ich glaube 17 war. Ja. Also dort bin ich das erste Mal allein, weil man gesagt hat, du musst jetzt, also allein schon, mein Trainer ist mit, aber meine Mami nicht. Weil an der Olympiade kann sie ja dann auch nicht mitkommen, dort dürfen nur die Delegierten. Und dann haben der Verband gefunden, ja, probier doch das mal jetzt schon dort allein. Und irgendwie hat das ganze Seelische drumherum nicht so gestimmt. Ich habe das Gefühl, ich bin allein im Zimmer viel. Ja, und dann bin ich irgendwie im Kurzprogramm zweimal umgekehrt und dann ist für mich die Welt zusammengebrochen. Also dann habe ich das Gefühl, jetzt habe ich wirklich versagt, oder? Ja. Dann bin ich, weil ich vorher ist nie so etwas passiert, und dann bin ich zurück ins Hotel, gerade direkt, habe alles zusammengepackt, den Koffer gepackt, okay. Das Kopftuch angezogen, bin runter, ausgecheckt, Taxi bestellt auf den Flughafen. Das Zimmer war noch auf, wo der Otti ins Hotel kam, es war einfach dort nie mehr Tönnies. Und die sind auf den Flughafen, oder? Und dort habe ich dann so Geschichten erzählt, ich muss unbedingt gerade heim. Also für mich war einfach das Versagen furchtbar. Und ja. Ich hätte dann können heimfliegen können, aber erst am anderen Tag. Und dann ist dann, als mich schon in ein Zimmer bringen wollten, habe ich den Delegierten und den Trainer und vom Schweizer Eislaufverband sind mir da entgegengekommen. Ja. Also eben so Sachen sind auch in meiner Biografie, dass man sieht ja immer nur die Erfolge und alles positiv, aber es gibt halt, was in einem Mensch vorgeht, wenn mal eben so etwas ist, dann... Also wir haben uns, ich bin Göteborg. Jetzt finde ich es lustig, aber jetzt gefragt, ist das Drama, also für mich ist das... Haben sich alle gefragt. Mich geniert. Ja, genau, du bist weg. Ich habe mich jetzt öffentlich geniert. Ja, genau. Also, verzeiht. Ja. Mag mich gut erinnern. Ja. Ja, den darf ich fürs Fernsehen begleiten. Hans-Peter Tiefschläge in der Laufbahn. Ja, natürlich. Oder überhaupt? Du musst im Prinzip, also wenn du beim Fernsehen bist oder Journalistin schaffst, spielst du eine Rolle. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Theaterrolle. Es gibt Ereignisse, die natürlich emotional einem sehr beschäftigen. Und wenn du live auf dem Sender bist, erinnere mich jetzt, weil ich das Archiv ein bisschen sortieren bei dir heim. Der Rücktritt von der Frau Bundesrätin Elisabeth Kopp, da war ich noch beim Radio, das war 1989, und da habe ich die Direktübertragung gemacht. Und wo sie den Satz gesagt hat, ist mir jetzt beim Tod von ihr wieder in den Sinn gekommen, mich trifft weder rechtlich noch moralisch eine Schuld. Und der ist so mit ihrer stählernen Stimme, der ist mir so eingefahren, wenn ich den heute höre, läuft es mir heute noch halt drücken. Aber es gibt so Ereignisse, die natürlich die Schweiz auch geprägt haben. Ich meine, Ehewehrabstimmung, nein, gut, das ist jetzt ein politisches Gesicht, aber Halifax beispielsweise, das Swissia-Grounding, wo wir live berichtet haben, der Bankenskandal, das sind dann schon Sachen, wo einmal nachgehen, oder? Wo man denkt, Kopf und Stutz, da spielst du eine Rolle, wo musst du irgendwie das versuchen zu analysieren, sachlich zu bleiben. Und gleich sollten die Emotionen ein bisschen durchkommen. Und das ist nur schwierig zu finden. Es gibt auch positive Sachen, beispielsweise der Gotthard-Eröffnung. Da bin ich wesentlich beteiligt bei der Gotthard-Eisenbahn-Tunnel-Eröffnung. Das war etwa eine Nachtstünder. Eine wunderbare, also für mich eine der interessantesten Sendungen, die man in letzter Zeit in meiner Zeit noch gemacht hat. Und da bin ich dann eigentlich zusammen stolz gsi, oder? Wenn du mit den Regierungschefen von den umliegenden Ländern darfst, im Salonwagen zuerst mal durchs Loch durchfahren, oder? Habe ich den Opla oder den Fidel Castro habe ich auch schon gesehen. Ja, ich bin eigentlich mit allen
würde ich sagen, wichtige, sogenannte wichtige Leute, die in diesem Land mal eine Rolle gespielt haben, in den letzten 30 Jahren bin ich wieder zusammen gewesen. Und Bundesrat ist auch noch eine spezielle Situation. Die Leute sagen immer, ihr sind ja sowieso alle, Sauhäfeli, Saudeckeli, der kennt ihr, stimmt überhaupt nicht. Hat mich gefragt, jemand, beim Radio hat mich gefragt, als ich aufgehört habe, mit welchem Bundesrat würdest du am liebsten einmal Kaffee trinken? Das ist eine schwierige Frage, oder? Wenn du das auch öffentlich stellst im Radio. Ich habe gekrübelt und denkt, okay, mit dem Herrn Ogi. Gut. Für mich erledigt war, 3 Tage später oder 4 Tage später, kommt meine Frau und sagt, da hat jemand da gelutet, du, der hat tönt wie der Ogi. Ja, Gott, willst du? Es ist wirklich real. Der hat uns Hammer gelutet und gesagt, Stanz bitte. Wenn wir Kaffee trinken. Und den und den, am Nachmittag um 2 Uhr im Café Federal Bern, haben wir die Nacht zusammengehockt. Eines der schönsten Erlebnisse. Das ist ein positives Erlebnis. Und dann wirklich über Gott und die Welt geredet. Und jetzt kommt eben ein Tiefschlag. Und wenn du heute mit dem Töl Vogi zusammen bist, eines, wenn ich immer wieder sage, du weißt, was mir so tief gegangen ist, der Tod von meinem Sohn, von Matthias. Und ich weiss, ich habe die Live-Übertragung gemacht, als er gewählt worden ist, der Töl Vogi im Bundesrat, Donner fürs Radio, für SRF 3, Donner, oder der ist es geheißen. Der Matthias ist mit mir gehockt, oder? Und er hat gesagt, du Matthias, habe ich ihn gefragt, wie findest du zu, wenn dein Vater Bundesrat wird? Und da ist mir jetzt auch wieder total eingefahren, als ich mit dem Ogi zusammengehockt habe. Das sind so emotionale Sachen, die einem einfahren, die einem das Leben lang bleiben. Tiefschläge habe ich eigentlich vor allem auch gedacht, könnten wir noch ein bisschen darüber reden. Der Elias hat einmal ein wunderschönes Interview gegeben. Hat über Ängste geredet, über Verletzlichkeit und auch wie du das verarbeitest. Ja, also ich, wie soll ich sagen, ich bin ja als Musiker schon immer unter dem Radar durchgeflogen. Von dem her kenne ich mich eigentlich mit Tiefschlägen und Misserfolg fast besser aus als mit Erfolg. Aber ernsthaft, also ich habe schon das Gefühl, die Tiefschläge und Misserfolg gehören ja zum Leben. Also das ist oder wenn man idealerweise daran wachsen kann. Und der Titelsong von meinem aktuellen Album heisst «Better Off with the Blues». Also, das heisst, ich fühle mich im Blues, mit dem Blues besser aufgehoben. Oder eben auch vielleicht mit Schwermütigkeit oder gewissen unschönen Momenten besser aufgehoben, als wenn ich mich selber verleugne. Und ich glaube, jeder, der, also ich weiß nicht, bevor du deine x-fach Pirouette machen konntest, hast du ja vielfach müssen auch umgehen. Also es sind immer wieder Misserfolge. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig im Leben, dass man auch daran wachsen kann. Oder für mich ist es zumindest wichtig. Also, ich meine, wer bei Psychik eingeht, riskiert eine Verletzung. Also, du redest, du singst und redest jetzt nicht fürs Publikum, sondern für dich. Das ist jetzt meine persönliche Haltung, ja. Und das mache ich eigentlich generell bei den Songs. Oder mir ist es eigentlich aufgefallen, jetzt im Verlauf vom letzten Album, also ich habe diese Songs geschrieben und dann beschäftigt man sich ja mit gewissen Situationen oder ich mich vor allem mit mir selber. Und dann im Nachhinein ist mir wie bewusst worden, eigentlich schwätze ich viel zu mir selber in diesen Songs. Das ist, glaube ich, das, was du wollen ansprechen. Also es ist wie ein bisschen eine Verarbeitung oder auch eine Therapie. Können wir mal reinhören in so einen Song? Für da sehr gern. Haben wir eigentlich gesagt, wäre schön, wenn er das Keyboard wird mitnehmen, das E-Piano. Und was würden wir hören? Wir hören Lighted Fire. Und das passt aber auch zu beiden da, ja? Genau, was so viel heisst wie das Feuer entfachen. Also, gemeint ist natürlich auch das innere Feuer entfachen. Genau, ja. Scream and shout, you gotta light that fire. Hey, light that fire. Let it go, just light that fire. Leave your past at the door. The now is all we're going for. You gotta light that fire. Say, light that fire. Let it go, just light that fire. Thank you.
swing on out. Fun is what it's all about. You gotta light that fire. Say light that fire. Let it go, just light that fire. Oh, light that fire. Burn it higher. Say light that fire. Burn it higher. Let it go, just light that fire. Bravo. Wählst du das Programm, wenn du auftrittst in deinem Konzert, auch je eine halbe Stunde vorher noch Stimmung? Ja, also wir haben grundsätzlich eine Setliste, wo wir uns so ein bisschen daran halten, aber Umstellungen gibt es fast jedes Mal, einmal kleine. Und auch innerhalb der Songs natürlich, wo wir dann vielleicht ja, mal diesen Weg einschlägt oder einen anderen. Und die Band gibt dir Halt? Sehr. Also heute war ich ein bisschen nackt. Und die Band ist schon, gibt mir noch so die Sicherheit und ist doch auch cool. Dann kannst du ein bisschen interagieren. Oder wenn da etwas misslingt, dann kann man den anderen ein bisschen anschmunzeln und so wieder ein bisschen Mut fassen. Also ja, das ist schon die Interaktionen, die schätze ich schon sehr oft. Und der Nicolas Senn gibt dir Inspiration, oder? Ja, Inspiration und ja, es ist einfach auch vom Programm her. Also wir vermischen ja quasi zwei Volksmusiken, seine Schweizer Volksmusik und meine Volksmusik, die von Amerika kommt mit Boogie Woogie. Und das sind so die Gegensätze, wo man ein bisschen spielen miteinander und wo man uns ein bisschen hochnehmen auf der Bühne. Aber er ist für mich absolut, also sowohl als Musiker als auch als Mensch, eine Inspiration. Okay. Wie war denn das bei dir? Dennis, ist die Inspiration für eine WM-Kür beispielsweise. Kommt viel von sich selber oder kommt da eben von dem 85-90-jährigen Otto Hügin? Nein, also in der Kürmusik habe ich immer selber ausgewählt und sogar selber abgemessen, wo ich es geschnitten habe etc. Nein, ich habe ja als erste Läuferin moderne Musik dann genommen, genau. Im 80er für die Olympiade, also in selber eine Saison. Und dann haben wir alle abgeraten von dem, weil sie haben gesagt, ja, die in der Jury sind ja alle also 70-Jährige oder ältere Leute, denen gefällt das sicher nicht. Aber ich habe einfach das genommen, was mir gefällt. Ich gesagt, du bist ja, authentisch gewesen mit dieser Musik, ja. Ja, und es ist dann etwas Neues und ich habe ja dann auch gute Noten bekommen. Also denen hat das dann schon auch gefallen. Also, aber ja, wichtig ist, dass man viel von mir kommt. Auch klar hatte ich einen Choreograf, aber das ist so eine Zusammenarbeit miteinander. Das entsteht so wie ein Bild am Schluss, so eine Choreografie. Nur bleibt es nicht, man muss es jeden Tag wieder machen. Schön. Also, was entsteht, haben wir auch in einem Film kurz, den wir anschauen können. Mal drin rein, für die, die schon länger nicht mehr Dennis gesehen haben. Auf dem Eis. Yeah.
Wahnsinn. Bravo. Genial. Bravo. Wer hat die Bielmann-Pirouette erfunden? Ja, also wir haben, ich habe das gelernt in der Akrobatik. Und so habe ich es dann übertragen auf dem Eis. Also es hat so Vorformen gegeben von einer Russin mal oder so, aber es ist halt dann nicht das Perfekte. Also es ist, Bielmann-Pirouette ist halt dann, hat den Namen bekommen, weil es die Perfektionierung, die Form ist. Also, ja. Beim Tennis sagt man, dass bis man an der Spitze ist, nimmt man enorm viel Geld in die Hand, über Jahre, von den Eltern oder von irgendwelchen Sponsoren. Meins kommt schlafen auch so. Also, man zahlt und zahlt. Oder wird auch etwas übernommen vom Verband? Ja, also am Anfang, meine Eltern haben natürlich auf vieles müssen verzichten. Also, sie hätten auch gerne ein Einfamilienhäuschen gehabt, aber das haben sie natürlich nicht zugunsten von mir. Und meine Mami ist auch noch zusätzlich arbeiten auf dem Telegrafenamt. Und ich habe schon mal als 10-Jährige ein Stipendium bekommen für 3 Jahre, aber das ist natürlich ein kleinerer Zustupf gewesen. Dann später ist die Sporthilfe gekommen und der Schweizer Eislaufverband auch. Aber das ist natürlich, haben meine Eltern den grössten Teil schon müssen zahlen. Für die konnte ich dann erst nach dem Weltmeistertitel, also als ich dann Profi geworden bin, wo die Engagement für Holiday on Ice, Touren, Film, Fernsehen etc. dort dann. Aber vorher war das auch gar nicht wichtig gewesen. Also für mich war es nicht wichtig gewesen, um mit einem, also gewinnen und dann irgendwie Geld zu bekommen. Also man, das war so normal gewesen, dass man einfach das macht aus Liebe für den Sport. Also. Hat es auch so ein Hin und Her gegeben, wie jetzt beispielsweise bei einer Belinda Bencic. Mal ist der Vater nicht mehr dabei und dann ist er wieder dabei. Ist die Mutter auch nach Göteborg, nach dem Tiefschlag, wieder gekommen? Also die Olympiade, der nicht, die war einen Monat später. Da konnte ich mit dem Mentaltraining völlig umpolen und habe dann die Kür gewonnen an der Olympiade. Aber nachher ist sie immer mitgekommen. Also für mich ist es wichtig, auch in der Profizeit, als ich 30 war oder 40 und immer noch auf der ganzen Welt getourt habe, habe ich sie immer mitgenommen. Okay. Für mich, sie war ja dann auch meine Trainerin gewesen, bei der Profizeit. Und wenn ich gelaufen bin und sie steht, ich habe sie gespürt oder ich habe sie sogar gesehen. Ja. Sie hat meistens einen farbigen Mantel oder weiss und ist an den Banden natürlich gestanden. Aber sie hat mir, für mich ist es einfach für meine Seele wohl und für meine, es hat mir Kraft gegeben. Ja. Ich habe mich wohl gefühlt. Und sie hat mich viel auch können rundum abnehmen, was wichtig ist, dass ich einfach können, mich aufs Eislaufen konzentrieren konnte. Wer war bei dir der wichtigste Trainer oder Trainerin oder Kritiker oder Kritikerin gewesen in deiner Laufbahn? Viele, die mich begleitet haben. Und das Fernsehen hat vielleicht früher einmal eine Zeit gehabt, aber das Fernsehen noch, da muss ich aufpassen, wenn ich sage, eine größere Bedeutung hatte, als das Fernsehen heute noch hat. Also Sie wissen, was ich meine. Die sinkende Einschaltquote. Man hat früher noch Flächenabwurf gemacht, also von mir aus eine 24-Stunden-Reportage. Wirklich, ich mag mich erinnern, oder auch Millenniumsreportage aus der ganzen Schweiz, oder? Und das hat ja, ich nehme jetzt den Namen Werner Vetterli, das war einer von meinen Lehrmeister gewesen, was Grossproduktionen gemacht hat. Also ich weiss, in der Millenniumsnacht, zuerst bin ich in einem Frauenkloster gewesen, und dann in einem Gefängnis und dann wieder in der Bahnhof Zürich bei den Drögler. Also diese Geschichte, und ich war viel auch in der Westschweiz gewesen, und in ein bisschen weltschaffin und da, also beim Vetterli habe ich wahnsinnig viel gelernt. Oder? Und der Vetterli hat beispielsweise also mit Helikopterflügen, oder ist man dann mit der einen Kassette von A nach B und nach einem riesen Plan, wenn man seinerzeit auch Militär noch hatte, nicht gegen das Militär, das habe ich auch noch relativ intensiv gelernt, da habe ich beim Vetterli gelernt, so Zeug, oder? Und nachher hat es auch noch die Grossproduktionen gegeben, CH91, also 700 Jahre für eine von den ganz grossen Geschichten gewesen, wo man zum Teil mit Töff oder was wir damals früher noch hatten, nicht die grossen Satellitenschüsseln gehabt, sondern man hat damals einen Deal gemacht mit der SBB, irgendeinem, einem Kondukteur zu Chur, hast du eine Kassette in die Hand gedrückt und dann gehen sie dann zu Zürich, wird sie mit dem Velokurier abgeholt. Und das ist einfach die Zeit, die man da noch hatte. Aber ja, es ist gut gegangen, da hat man auch gelernt. Und im Radio hat es natürlich auch Leute gegeben,
harte Schule, muss ich sagen, habe ich eigentlich nebst dem Friedi Weber in St. Gallen, ja, wo ich dann da, da haben wir zusammen gehabt. Dann in Bern, das war der Defago. Defago ist dann später Schweizer Botschafter geworden, in einer ganz schwierigen Phase, wo die Schweiz unter Druck war von den Amerikanern wegen diesen Geldern. Der war mein Chefredakteur und das war ein knallharter Sieg. Aber gut, oder? Aber gut. Oder? Aber ich habe den irgendwie verehrt. Aber der hat einfach uns einfach jeden Morgen gesagt. Oder? Jeden Morgen müssen wir drei Vorschläge bringen, oder? Was wir machen können. Und er ist um 6 Uhr aufgestanden und denkt, was könnte man heute Mittag meins machen? Oder? Also, das war schon Schule. Heute ist das nicht mehr so. Oder? Also der mit dem Töff kommt man immer in den Sinn von Kurt Felix, der gesagt hat, er hat ja die erste Kassette dort, wo er in Amerswil ein Interview gemacht hat mit dem Velo Solex, nachher ins Radiostudio Zürich gebracht. Ich weiss nicht, wie viel war das nein, dort da ist oder wie viel nicht. Das wäre noch ein Ventrovato. Elias, hast du auch, oder privat, welche sind deine Kritikerinnen und Kritiker, wo du selber auch sehr ernst genommen hast? Also der grösste Kritiker von mir, der bin ich selber. Und das hat einen Nachteil, man bringt einem nie los. Aber ja. Der ist permanent da und das ist mir immer wirklich nicht einfach. Aber es kommt mir gerade eine Anekdote in den Sinn. Ich hatte kürzlich eine Klavierstunde gehabt beim Alberto Marsico. Das ist ein grossartiger italienischer Pianist. Und er hat mir, also ich habe ihm den vorgespielt und gesagt, was würdest du noch daran ändern? Und er hat mich dann so ein bisschen korrigiert und ich habe es dann versucht anders zu spielen, so wie er mir vorgeschlagen hat, und haben dann so selbstvergewissernd wollen fragen und like that, und dann hat er gesagt yeah something like that yeah und dann habe ich gewusst, da muss ich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Okay wie ist eigentlich da eben, du bist mit so bekannten Musikern zusammen, du hast so erfolgreiche Gastspiel gehabt, Montreux beim Jazzfestival, im KKL Luzern, du bist in Amerika gsi, bist aber gleich immer in St. Gallen geblieben. Ja, gut, ich fühle mich in St. Gallen zuhause und all diese Sachen, das sind ja sicher Highlights gsi, aber in New York hat jetzt niemand gewartet auf mich, also es ist ja nicht so, dass ich das KKL regelmäßig dann könnte ich fühlen. Also hat sich die Frage gar nicht gestellt. Aber für mich ist auch nicht so entscheidend, wo ich wohne. Also, das ist nicht, sagen wir, ist nicht der geografische Ort entscheidend für, dafür, dass ich mich daheim fühle. Also ich fühle mich dort daheim, wo ich mit meinen lieben Menschen kann zu tun habe, wo ich die Natur kann. Oder ganz wichtig, wo die Musik ist. Also wenn ich Musik höre und Musik machen kann, dann fühle ich mich zu Hause. Das ist auch der Grund, wieso das Piano häufig in die Ferien mitkommt. Okay. Das ist auch wichtig, ich meine, für dich, zum kreativ sein. Du hast ja noch eine Nagel, habe ich bei dir in der Wohnung gesehen, jetzt, seit Neuerem. Genau, da arbeite ich eben noch ein bisschen dran. Und die ist immer wieder mal im Einsatz. Und wer weiß, vielleicht gibt es dort dann auch mal noch etwas Neues. Hans-Peter hat ja auch gesagt am Anfang, du hast gesagt, ja, wohl zu Bern gewohnt, aber du bist gleich immer wieder auf St. Gallen zurückgekommen. Ich habe so ein schönes Bild gefunden von dir am Joggen. Auffahrtslaufen oder irgendetwas. Ja, aber schönes Liebling, hä? ist da für dich Heimat, können die Natur raus, eben Heimat weg. Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt, wo man sicher ist, wo man natürlich ein familiäres Umfeld hat. Und das haben wir jetzt einfach aus eben privaten und familiären Gründen in St. Gallen belassen. Es ist auch gut, wenn man zum Arbeitsplatz eine Distanz hat. Und gerade in einem Beruf, der 7x24 Stunden funktioniert, müssen sie sich ausklinken können. Das haben wir relativ konsequent gemacht. Manchmal hat es auch ein bisschen Diskussionen gegeben intern. Kann man den Chef der Bundesredaktion St. Gallen im Provinznest St. Gallen lassen? Aber ich muss sagen, ja, am Wochenende ist man relativ flexibel. Wir haben heute einigermaßen vernünftige Verbindungen. In 2 Stunden bist du auch in Bern, wenn es klopft. Und am Wochenende, die Bundesverwaltung lässt am Freitagmittag den Schalter sowieso zu, oder? Und bis am Montagmittag. Also das ist ja so allgemein. So funktioniert, oder? Und ich bin natürlich auch. Du bist relativ schnell im Studio zu hören, wenn etwas Wichtiges, sogenannt Wichtiges ist. Aber es zieht dich immer wieder, auch da bei uns heute Abend, zieht dich immer wieder in den Beruf hinein. Man hört es, oder? Also, wo ist die Freizeit?
Das ist sehr intensiv. Also, heute Nachmittag bin ich bis jetzt joggen. Oder? Ja, eben, ja, erzähl mal von deiner Freizeit. Also, das ist eine meiner Lieblingstätigkeiten: runterfahren, zurückfahren. Geschwind auf Herisau und dann einfach da über den Gübsensee und dann denke ich wieder Heimatland, jetzt haben sie die Brücke, die SBB-Brücke gebaut, da haben sie auch wieder Geld versichert. Da muss ich wieder, da wird damit offen kommen. Also da denke ich dann schon, und dann musst du, ich bin ja immer noch Journalist, darfst nie einen Leserbrief schreiben, mache ich nie, darfst nie in ein Komitee gehen, aber wenn ich natürlich etwas könnte sagen, oder würde ich schon sagen, Gott, ist gut, wenn von außen wieder St. Gallen siehst, yes, ist das provinziell geblieben, das St. Gallen, yes, sind sie in St. Gallen stehen geblieben, denke ich jetzt, diskutieren seit 40 Jahren über den Marktplatz, das ist eine Realsatire. Oder? Da kannst du als politisch normaler Mensch denken, sind die völlig gaga in dieser Stadt. Oder auch St. Fide, das wäre ein bisschen politisch. Oder? Dass man eine innerstädtische Brache derart abwirtschaftet, das zeugt einfach von einer Unfähigkeit von der Politik. Oder auch die Geschichte jetzt mit dem Güterbahnhof. Muss ich sagen, wenn ich von außen komme, wow! Andere Städte, da pulsiert es. Ich wünsche die St. Gallen einfach so viel Power, wenn man beispielsweise in Rapperswil-Jona hat. Da vibriert es. Gehen wir mal auf Rapperswil-Jona. Von Zürich. Aber St. Gallen dämmert vor sich hin. Wir verwalten die Stadt. Gehen, gehen, oder? Das ist jetzt mein politisches Reden. Oder? Dennis, gibt es bei dir auch Freizeit? Nicht auf dem Eis. Jetzt kommen wir so langsam noch zum Schluss und ins Güte rein. Also, es hat einfach viel mit Sport zu tun. Ja. Ich mache auch gerne rennen und halt neben mir eben so Konditionstraining mit den Schülern oder auch noch allein daheim. Also, es ist, ja, bleibt nicht so viel Freizeit. Du bleibst ja auch, oder wirst viel auch eingeladen, eben an grosse Produktionen. Die sehe hier im Klein gegen Gross, wo du es super gemacht hast bei dem Kai Pflaume. Du bist in Deutschland relativ präsent und so. Das nimmt auch viel Zeit, natürlich. Ja, aber das sind auch lässige Sachen. Also, es macht Spass. Ich bin immer wieder mal eingeladen in Deutschland für Fernsehsendungen. Oder jetzt in 2 Wochen ist wieder etwas in Deutschland. Und ja, also es ist so ein Ausgleich neben dem Eislaufen. Mal völlig etwas anderes machen. Oder auch im Masked Singer habe ich mitgemacht. Obwohl ich nicht gut singen kann, das habe ich ein bisschen unter dem Kopfmaske da die Riesendinger, ja, das ist easy und so. Aber ich habe dann gedacht, ja, nachher, irgendwann muss ich ja den Kopf abziehen. Aber ja, es sind Sachen, die ich gerne mache, mal etwas anderes und mich ausprobieren. Und ich denke dann nicht so lang, ja, könnte das peinlich sein oder so. Also was Spass macht, das mache ich. Machst du Eislaufen, wie du ja ein paar Mal jetzt gesagt hast, täglich nur als Trainerin oder laufst du noch für dich selber oder gibt es auch noch ein Programm? Also können wir den Leuten sagen, geh mal dort und dort, dann sieht man dich wieder mal am Laufen. Ja, also es sind jetzt, also ich trainiere ja immer auch für mich, bevor ich unterrichte und ich habe jetzt mehrere Sachen, die diesen Winter auch wieder sind mit Auftritt, aber mein Hauptfokus ist auf dem Coaching. Also ich habe mein eigenes Team, Schülerinnen und Choreografen, die mit mir zusammenarbeiten, Ballett und so Sachen. Das ist ein ganzes Team, fängst ja. Was heißt zu der neuen Schweizermeisterin und dritte Bronzemedaillengewinnerin von der EM? Sie ist ja nicht Schweizermeisterin. Ah ja, sie ist nicht Schweizermeisterin. Aber genau. Sie also was heißt also, zu denen zwei Bronzemedaillen? Super. Also ja. Schön, wenn du so jung bist und also ist ja bei mir auch so gewesen, oder? Du kommst und du hast gerade mal eine Medaille holen. Das ist doch super. Also auf jeden Fall. Und sie ist sehr talentiert, hat alle so Komponenten, die es braucht. Also gute Sprünge, Pirouette, läuft elegant. Also das ist mal Voraussetzung, mega gute Nerven. Also ich denke, da können wir noch uns freuen auf weitere auf den nächsten Erfolge. Winter. Auf den nächsten Winter. Wir freuen uns auch. Ich kenne sie ja schon von klein auf. Also ja, genau. Ich habe immer gesagt, das ist so ein Talent. Jetzt freuen wir uns auch bei dir auf den Winter, Elias. Kommt eine CD raus. Ein schönes Bild von dir gesehen mit dem Christbaum und so. Mit der neuen, irgendwo habe ich gelesen, stille Nacht, aber bei dir ist es dann nicht so still, oder? Das ist so. Also wir wagen so neue Interpretationen von bekannten Weihnachtsmelodien.
Aber eben, die kommen ein bisschen anders daher. Die kommen dann halt in Form von Boogie-Woogie-Blues, New Orleans-Jazz daher. Also ja, die Stillnacht wird, glaube ich, alles andere als still. Und wenn ihr jetzt euch fragt, was soll die, das Weihnachtsbild bei 20 Grad draußen, also ich kann euch trösten, ich habe das Weihnachtsprogramm im Tessin im Hochsommer begleitender Hitze entwickelt und freue mich jetzt, wenn dann bald einmal ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt und wir das Programm dürfen präsentieren. Unter anderem ja in deiner Show «Merry Christmas in Tüfe». Ja, da bist du auch dabei, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Genau. Das bei «Merry Christmas» mal wieder mal mit dem Elias. Wenn man die heutige Zeit anschaut, würde ich sagen, in einem Monat sind ja Wahlen. Du wirst vermutlich dann einfach bombardiert, vor allem auf der Straße. Nicht bloß in den Medien, sondern dass jeder fragt, Hans-Peter, wie kommt es denn raus, oder? So ist es, ja. Ich habe jetzt gerade ein Engagement für einen bekannten Sender in der Ostschweiz. Also ich wäre für den... Dürfen wir da Werbung machen? Eigentlich. Ich glaube, für TV hat mich gefragt, ob ich den Wahlnachmittag kommentieren würde. Das mache ich gern. Ich habe jetzt natürlich 26 Dossiers gekriegt für jeden Kanton. Ich weiß einigermaßen genau, wie es läuft. Ich war letzte Woche wieder einen Tag im Bundeshaus gewesen und ich bin eigentlich dankbar nach das Prinzip 3D, Demut, Dankbarkeit, Demokratie, dass wir dürfen in unserem Land, da können wir dankbar sein. Ein paar Kilometer von uns haben wir einen Angriffskrieg, der stattfindet, dass wir uns dürfen, das Parlament wählen, 22. Oktober für die nächsten 4 Jahre. Und das ist eine wichtige Wahl, es ist keine Klimawahl, aber es stehen ganz wichtige Probleme an. Ich habe es vorhin angetönt, du weißt es, ich meine, wir müssen das Sozialwerk sanieren. Wir haben die ganze Geschichte mit der zweiten Säule haben wir nicht im Griff, Klima sowieso. Also wir haben eine laufende Schuldenkrise, eine mögliche Rezession. Und darum finde ich, ist es wichtig, dass sie möglichst viel wählen. Ist gleich, was sie wählen. Aber St. Gallen sollte nicht immer einfach das hintere Mittelfeld sein. Wir haben eine Wahlbeteiligung im St. Gallen im Kanton im 19., wo unter dem schweizerischen Mittel war. Okay. Schlecht, schlecht, schlecht. Wir müssen endlich von dem Mittelfeld führen kommen. Wir müssten auch wirtschaftlich sehen. Oder? Wir haben jetzt sind wir wieder hinter der Kanton Thurgau. Also Gott für den Stutz, wir sind Gallen, wir müssen die Finger ein bisschen rausnehmen. Das ist eigentlich meine Botschaft. Sind wir gespannt, ja. Gibt es einen Erdrutsch irgendwie? Gibt es keinen Erdrutsch? Nein, ist klar, Grüne verliert ein bisschen, GLP verliert auch. Aber es wird bei der Bundesratszusammensetzung plus minus gleich bleiben. Theoretisch könnte die Mitte, früher CVP, könnte 0,4% mehr machen wie die Freisinnigen. Aber man wählt eigentlich keine sogenannte amtierende Bundesrätin in den Bundesrat ab. Okay. Die Variante Blocher haben wir gehabt, Metzler haben wir auch gehabt. Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, wo man einfach Kontinuität, Stabilität will. Was außenrum geht, wir haben auch eine Flüchtlingskrise, die kommt. Es ist wichtig, dass wir das Land jetzt zusammenhalten und versuchen, die auch schwierigen Situationen, die für uns zukommen, links und rechts, müssen sich irgendwo wieder finden. Sonst laufen wir also nicht gut. Genau, endlich mal einen Konsens finden. Ein bisschen Kontinuität versuchen wir auch in dem roten Teppich. Wir sagen denen, wie es weitergeht oder auch ihnen, die jetzt am Schauen sind auf der App oder so, wie die Gäste, die wir das nächste Mal haben. Tanja Lacroix, DJ, wie auch immer, sie nennt sich noch DJ, der Tranquillo Barnetta, der Fußballer, und Dennis Langenegger, New York-Mitarbeiterin seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten für Schweizer Fernsehen, SRF, kommen dann hier an auf St. Gallen an dem 26. Februar. Und da sieht man dann wieder auf dieser App oder auf der Homepage von St. Gallen 24, manchmal auch noch auf anderen 24 Kanälen von dem Unternehmen. Aber eigentlich ist die Mutter vom Ganzen. Unter St. Gallen 24 kommen Sie rein. Da läuft auch die heutige Sendung. Können Sie heute aber macht die Replay dort nachschauen. Und dort finden Sie auch alle anderen früheren Sendungen. Vom Florian Ast über den Beat Feuz bis zum Franco Knie können Sie alle dort suchen, indem Sie unter Dossier gehen und rote Teppich eingehen. Jetzt sind wir praktisch auf Minuten durch. Wir haben eine Stunde gehabt und bekommen und möchte da herzlich danken. Erfrischend gewesen, drei ganz verschiedene Bereiche, die sich hier getroffen haben. Und freue mich, dass wir den Abend auch noch ein bisschen miteinander verbringen können. Ich habe eine sehr enge Verbindung zu euch allen drei, seit eh und je. Und hoffe, die können wir noch lange behalten. Dennis Bielmann, Hans-Peter Trütsch und Elias Bernet. Danke vielmals.